Der mit 8 Armeen und vielen Panzerformationen geführte Großangriff der Bolschewisten auf unsere Kurlandfront und die ebenso schweren Angriffe gegen Ostpreußen sind unter ungeheuren bolschewistischen Opfern zusammengebrochen. Feuervorbereitung durch Nebelwerfer. Grenadiere und Sturmgeschütze treten zur Bereinigung von Einbruchstellen an. Die neuen Sturmgewehre stellen eine große Feuerkraft dar. Aus dem Schlamm der vordersten Gräben steigen die Grenadiere. Die Kompanien in den Nebenabschnitten schließen sich an. Höchster Einsatz verlangt immer höchstes Opfer. Sturmgeschütze haben den Feuerschutz übernommen. Was die Sturmartillerie reift, schoss, verlenden Maschinenpistole und Flammenwerfer.